Gegen 12.45 Uhr gab es am 20. Mai in Liechtenstein einen schweren Unfall, bei dem zwei Insassen eines Pkw eingeklemmt wurden. Der Fahrer eines Pkw VW fuhr auf der Glauchauer Straße stadtauswärts. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Vermutlich war er mit unangemessener Geschwindigkeit unterwegs. Er überfuhr einen Stromkasten, ehe er eine ca. 2 bis 3 Meter hohe bewaldete Böschung hinabfuhr. Dabei knickte er mehrere Bäume um. Anschließend landete das Fahrzeug auf der Seite und kippte dabei auf eine Straßenlaterne. Die Insassen, ein älteres Paar, wurde dabei schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und anschließend mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Glauchauer Straße war während der Rettung und Unfallaufnahme voll gesperrt. Durch das Umfahren des Verteilerkastens waren die Häuser der Glauchauer Straße zeitweise stromlos.